ist circa 4.30 Uhr morgens bzw. nachts. Ich sitze hier gerade mit einer Decke eingehüllt. Das Video, Sachertitel natürlich auch schon, soll der Dream Tag werden bzw. gemacht werden. Und zwar wollte ich sowieso schon, also ich habe seit einigen Tagen mir so überlegt, über das Thema Träumen Videos zu machen, auch über lucide Träumen und so weiter. Und da fand ich den Tag, den ich jetzt bei Sonnenrocke gesehen habe, ziemlich interessant und gut für den Einstieg. Ja, und dann fange ich auch mal, genau, ich habe jetzt das Mikrofon hier gewechselt wieder, also jetzt doch, wieder das Headset genommen, weil ich fand, dass der Ton oder das Mikrofon von der Webcam besonders beim schnellen Reden Sachen verschluckt hat, deswegen wollte ich es jetzt mal hiermit ausprobieren. Ich habe zwar schon Tests gemacht, aber jetzt kein längeres Video. Deswegen wollte ich mal gucken, wie sich das beim längeren Video insgesamt anhört. Ich weiß, dass es leiser ist und ich nehme das auch mit einem extra Programm auf, also mit Audacity ist die Tonspur. Und gucken, ob ich das dann irgendwie noch lauter stellen kann, weil genau, ich versuche es auch direkt jetzt mal schon mit der Mikrofonverstärkung. Jetzt habe ich null, also keine Verstärkung. Und jetzt rede ich mal ein bisschen einfach mit 10 Dezibel Verstärkung. Sehe ich auch hier gerade, wie der Pegel sich mehr, also wie der Pegel mehr aufschlägt. So wäre eigentlich noch vielleicht besser, auch wenn es doof aussieht. Dann fange ich mal direkt mit der ersten Frage an von den 10 Fragen des Dreamtags. Und das nervt auch ein bisschen. Ich habe jetzt keine Gedanken im Vorfeld gemacht. Auch noch nicht über andere Videos übers Träumen. Mal gucken, ob ich das spontan dann jetzt hinkriege. Die erste Frage ist, träumst du? Ne, ich träume nicht. Ja, damit ist der Tag vorbei. Natürlich träume ich. Beziehungsweise weiß, oder ich weiß noch, dass ich, also ich kann mich auch an den Träumen noch erinnern, so gesehen. Weil laut Wissenschaft zumindest träumt halt jeder. Zweite Frage, wovon hast du letzte Nacht geträumt? Das, da ich gerade erst aufgestanden bin, also um 4.30 Uhr, übrigens will ich meinen Rhythmus halt wieder so einrenken und so zwischen 5 und 6 Uhr, nee, 5 und 5.30 Uhr morgens aufstehen, ist dann fast immer noch nachts und bin dann früher wach, bin dann sozusagen der Erste, der wach ist vor allen anderen. Das finde ich auch ziemlich gut und man hat es mehr vom Tag, dass ich dann so zwischen 9 und 10 Uhr abends schon pennen gehe. Gucken, ob ich das heute schaffe, weil die letzten 3 Tage habe ich nur 3 Stunden geschlafen, weil ich das auch schon versucht hatte, bin dann aber immer so um 3.30 Uhr aufgewacht nach 3 Stunden Schlaf, also so um 3 Uhr, nicht 3.30 Uhr. Ich werde dann einfach nur den ganzen Tag noch müder und weniger funktionsfähig und wache dann trotzdem zur gleichen Zeit wieder auf, beziehungsweise kann dann nicht lange schlafen, wenn ich früh schlafen gehe. Ich bin sonst immer halt so nur noch morgen schlafen gegangen. Und dann mal Mitternacht. Aber wenn ich halt heute dann durchziehe, ich hoffe, ich kann trotzdem noch Energie für Sport. Wenn nicht, dann ziehe ich das mal ohne Sport durch, weil ich gestern schon 2 Mal gemacht habe. Nee, vorgestern. Mal gucken. Das wäre dann ziemlich cool, jedenfalls. Wovon habe ich also diese Nacht quasi geträumt? Dann werde ich hier wohl gleich mal einen Schnitt machen. Dann würde ich. Dieser Stuhl, der denkt sich immer. Einen Schnitt machen, damit ich überlegen kann. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, aber mich dazu entschlossen,
dass das zu lange dauern würde. Wenn ich mich 10, 15 Minuten konzentrieren würde, würde ich mich vielleicht daran erinnern, aber habe ich jetzt keinen Nerv zu. Aufgepasst, ich verstärke das Mikrofon jetzt nochmal um 10 dB und rede dann damit weiter. Jetzt höre ich das auch schon in meinem Boxen ein bisschen rauschen. Und ich kann dreimal in 10 dB Schritte unter Windows Sound verstärken und dann später nochmal maximal 12 dB im Schnittprogramm. Ich kann dann einfach mal den Traum von gestern erzählen. Und zwar war der relativ seltsam, wie die meisten Träume. Also ich war bei uns im Haus im Keller und dann war da eine Tür zu einer langen Straße. Die lange Straße, die existiert in echt. Das ist die B58 hin zu Geldern, nach Geldern von hier aus. Wo meine frühere Schule auch war, sind 16 Kilometer. Und von da kamen irgendwelche Gestalten oder Wesen, das waren so komische schwebende Kügelchen, und weil ich das halt nicht kannte, habe ich dann versucht, die Tür zu verschließen davor, vor diesen Wesen, und plötzlich merke ich, dass ich alleine bin. Es ist recht dunkel im Keller. Ich habe mich dann nicht bemerkbar gemacht, um erstmal zu beobachten, und dann war das Wesen im gleichen Raum, habe ich das Licht angemacht und dann war es ein Pinguin. Und dann war das irgendwie, das war da für mich irgendwie selbstverständlich, das war für mich klar, dass bei uns irgendwie mehrere Pinguine wohnen. Und dieser Pinguin hat sich aber an den Vorratsschrank gedient, irgendwie so wie ein Mensch. Und beziehungsweise als ich das Licht angemacht habe, war es kein Pinguin, ich wusste, dass es ein Pinguin war, weil die bei uns halt wohnen, aber als ich es angemacht habe, war es ein Mensch. Und wusste halt, dass diese Pinguine dann eigentlich in Wahrheit Menschen waren. Und dieser Mensch war ein ehemaliger Lehrer von mir, der mich in 4 Fächern unterrichtet hat und auch Klassenlehrer war. Und hat das dann auch sofort gesagt: Ach, du bist doch der Chemie, Physik, Erdkunde, Mathe und Klassenlehrer von mir. Und meinte er dann: Ja, richtig. Und dann habe ich halt gefragt, warum der da ist. Und die Geschichte war dann, dass er irgendeine Krankheit hatte, ich weiß auch nicht mehr welche. Und sein 40-jähriger Sohn, das sagte dann mein Vater, der irgendwie runterkam, zur gleichen Zeit, ihn nicht sozusagen pflegen oder aufnehmen wollte und so weiter. Und dass wir deswegen halt als Pinguin getarnte Leute sozusagen im Keller haben und versorgen. Solche Träume finde ich schon nachdem ich aufgewacht bin, sogar schon ein bisschen verstörend und traumatisierend irgendwie. Weil das für mich dann wieder bedeutet hat oder gezeigt hat, wie kalt und herzlos diese Gesellschaft einfach ist. Und das könnte einen halt auch irgendwann selber betreffen oder die eigene Familie und dadurch wiederum indirekt selber betreffen. Und das macht dann schon ein bisschen wieder nachdenklich und traurig. Und solche Träume, also nicht nur in die Richtung, aber weil ich mir halt viele Gedanken um solche Dinge mache, dann träume ich halt auch solche Dinge. So. Nummer 3. An wie viele Träume kannst du dich allgemein erinnern? Also, ich kann mich nie an die gesamten Träume erinnern, aber an die Gefühlskomplexe von vielen Träumen, was ich dabei gefühlt habe. Ich kann auch diese Gefühle nicht genau beschreiben in Worten oder so, weil das einfach eine andere Sprache ist. Aber wenn man diese Eigenschaft, ich bin gerade aufgestanden, ja, wenn man diesen Aspekt betrachtet, dann kann ich mich bestimmt an 1000 oder 2000 Träume erinnern, und wenn ich die erzählen müsste, dann müsste ich auch erstmal 2, 3, 4 Stunden überlegen, dann könnte ich vielleicht maximal 50 Träume oder so aufschreiben. Viertens,
Hast du ein Traumtagebuch? Ja, aber da schreibe ich nicht mehr aktiv rein. Das habe ich nur mal eine Woche gemacht oder 10 Tage, glaube ich. Und die Träume waren so komplex meistens und ja, vielschichtig, vielseitig, auch vom Gefühlen her, dass ich immer mehrere Seiten für einen Traum brauchte und mich an vier Träume, drei, vier Träume pro Nacht auch erinnern konnte, dass mir das einfach zu aufwendig war. Und ich sowieso dann noch den Träumen noch komplett nachgegangen habe und ich träume öfters ganze, was ich als ganze Wochen, Monate, manchmal sogar als ganzes Leben war, nicht mehr. Und dann will mir das noch zu sehr nachhängen und ich mich immer weiter von der Realität entfernen und da hatte ich dann keine Lust drauf. Sind deine Träume klar, schräg, schräg hell? Meistens nicht, ne, meistens sind sie ziemlich dunkel. Besonders in letzter Zeit, weil ich wahrscheinlich sehr viel Energie am Tag verbrauche und meistens auch total platt und energielos, besonders mental schlafen gehe und dann nicht mehr viel Stoff habe oder irgendwie noch richtig krasse, klare Träume hinzukriegen. Aber klar träumen kann ich, beziehungsweise habe ich schon gemacht. Also dieses luzide Träumen. Dann sind sie halt vom Bewusstsein her klar, aber jetzt nicht unbedingt von, ja, von der visuellen Optik. Können dann auch dunkle Träume sein. Richtig klar sind sie nicht, weil ich auch im echten Leben relativ schlechte Augen habe und das ist dann im Traum eigentlich genauso, da sehe ich dann nicht weit. Wahrscheinlich einfach, weil man dran gewohnt ist, nicht weit zu sehen, besonders weil ich auch keine Brille trage, trotz der Sache, ich fahre auch kein Auto, von daher ist das nicht so das Problem. Siebtens, träumst du in Farbe? Ja, eigentlich immer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in Schwarz-Weiß zu träumen und warum das so ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich träume öfters komplett nicht visuell. Manche Träume, die sind dann einfach nur in Gefühlen, das kann ich noch nicht mal beschreiben. Das ist ziemlich schwierig zu beschreiben. Achtens, träumst du in erster Person? Ja, aber nicht nur. Ich träume oft auch in dritter Person, so dass ich mich selber beobachte, beziehungsweise andere Personen bin, gleichzeitig aber also dann immer zwischen Personen switche und auch switche zwischen Person und Beobachter. Manchmal bin ich nur Beobachter. Ja, das ist also unterschiedlich. Neuntens. Jetzt mache ich mal auf 30 dB Verstärkung. Das rauscht dann wahrscheinlich ziemlich, aber ich versuche es einfach mal. Neuntens. Hast du Träume, die sich wiederholen? Ich hatte Träume, die sich wiederholt hatten. Ansonsten habe ich vielleicht Träume, sich auf dieselben Ängste beziehen. Die sich dann halt nicht in der Handlung komplett wiederholen, aber die sich halt auf das Gleiche beziehen und sozusagen das Gleiche verarbeiten. Dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich jede Nacht Träume habe, die sich auf Ängste beziehen, weil das einfach so verankert ist teilweise und auch vielschichtig ist. Da muss ich noch dran arbeiten. Sollte nicht da rein, aber 30 dB Verstärkung. Letzte Frage, 10. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Eine Situation, von der du glaubtest, sie bereits einmal erlebt zu haben? Ja, ich habe sogar im Traum oft Déjà-vus und denke, dass ich. Also im Traum denke ich, dass ich das schon mal erlebt habe. Beziehungsweise im Traum ist das ziemlich krass. Das sind halt die sinnlosesten, absurdesten Sachen, von denen man dann ausgeht, dass die
den Naturgesetzen entsprechen oder der Wahrheit entsprechen oder dass man schon mal geträumt hat. Und in Real habe ich auch alle ein, zwei Wochen Déjà-vus, manchmal auch Phasen, wo ich das fast jeden Tag habe. Dann weiß ich auch, manchmal habe ich es dann aber auch wirklich erlebt, wo ich dann auch schon dachte, dass ich das schon mal erlebt hatte. Ich habe Déjà-vus davon, dass ich Déjà-vus hatte. Und ich versuche dann auch immer sozusagen auszubrechen und was anderes zu denken, aber dann weiß ich schon, dass ich beim letzten Mal das auch schon versucht hatte und will dann extra nichts anderes denken. Man hat das dann auch schon versucht und immer so weiter. Aber meistens finde ich dann auch noch irgendwas, wenn ich dann 8 oder 9 verschiedene Gedankengänge dazu habe, von denen ich denke, dass ich vorher nicht hatte, weil das ziemlich unwahrscheinlich ist bei 9 verschiedenen Sachen, die ich neu kombiniere, dann schaffe ich es doch dann irgendwie aus diesem Interview auszubrechen. Yes! Okay, das war die letzte Frage. Das ist dann so der Einstieg in das Thema Träumen bei mir und teilweise auch luzides Träumen, was ich dann auch wahrscheinlich wieder mal trainieren werde. Jetzt mache ich mal wieder auf 20 dB runter. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch auf das Thema Traumdeutung ein bisschen eingehen, beziehungsweise ich habe halt so vor, Träume wirklich dann auch im Tagebuch aufzuschreiben, also nicht alle, aber hier und da, beziehungsweise mein Traumtagebuch auch anzuführen. Was heißt anzuführen? Was ist das für ein Wort in diesem Zusammenhang? Ja, dass ich halt einfach mal einen Traum vorlese, den ich schon aufgeschrieben habe und ja, dann einfach mal vorlese und auch versuche zu deuten und zu besprechen und habe dann auch vor, andere Leute sozusagen damit zu tängen, in Anführungszeichen, dass sie es auch machen und dass man sich auch gegenseitig austauschen kann über das Thema. Und ja, ich finde es eigentlich eine ziemlich bis extrem interessante Sache und ja, man kann auch dann gegenseitig Träume so ein bisschen deuten, jetzt also nicht so richtig krass, sondern wenn man halt Gedanken dazu hat oder Vermutungen hat und dann einfach mal sich austauschen, besprechen, auch unter den Kommentaren des Videos, sag ich mal, finde ich interessant. Und jetzt tagge ich speziell für diesen DreamTag Modeva auf jeden Fall. Würde mich, wenn, falls du noch nicht getaggt bist, mit dem Traum, mit dem Tag. Jetzt haben wir 5 Uhr. Finde ich mal ziemlich interessant und ich spreche es jetzt einfach mal Englisch aus. Ich tagge auch noch Livia Florentine. Auf jeden. Wobei du ja eh schon vorhattest, den Tag zu machen. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.